herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel des SV Meppen gegen KFC Uerdingen. Endergebnis 1:2 in der Hensch Arena, 6216 Zuschauer. Ich begrüße ganz besonders herzlich unsere Gäste aus Uerdingen mit ihrem Trainer Stefan Reisinger und zu meiner Rechten Christian Neithardt. Unser Gast hat wie immer das erste Wort. Ja, hallo erstmal. Ich denke, die Vorgeschichten, die Woche war sehr turbulent bei uns. Dann bei meiner Konstellation auch noch dazu, ausgerechnet wieder hier in Meppen nach dem letzten Jahr. Dann auch noch der gleiche Schiedsrichter. Das war natürlich schon vom ersten Ding her schon so Gedanken. Da denkst du dir, das ist ja Wahnsinn. Und dann siehst du noch, wie Meppen letzte Woche die Kaiserslautern aus dem Stadion gefeuert haben mit 6:1. Und wir nach der Niederlage mit den ganzen Turbulenzen, Trainerwechsel. Dann war natürlich jetzt kein beruhigender Fahrt, wo wir hier ja erstmal getreten sind. Aber wir haben, denke ich, konzentriert die Woche gearbeitet und da muss ich der Mannschaft wirklich ein Kompliment machen, wie sie die Woche die ein, zwei Nuancen, die wo ich mir vorgestellt habe für das Spiel. Ich habe mich da vorher schon richtig vorbereitet auf den Weg, dass wir hier die Woche auf uns zukommen. Und die Mannschaft, und das muss ich heute ganz ehrlich sagen, ein Riesenkompliment, wie die 90 Minuten. Vor allem die Basissachen. Kampf, Einsatz, Zweikampfführung, einfach die Drittliga-Sachen, die man einfach braucht. Das sind die Grundtugenden und das war heute, wie gesagt, von der ersten bis zur letzten Minute da. Dass natürlich der Spielverlauf auch immer passen muss, war ich natürlich auch froh, dass die einstudierten Standards zu Toren führen. Aber unterm Strich muss ich trotzdem sagen, das Entscheidende, was wir heute einfach abgerufen haben über 90 Minuten vom Engagement, von der Laufbereitschaft, auch die Einwechselspieler, dass da jeder dabei war, das war, denke ich, heute das Entscheidende. Erste Halbzeit habe ich so gesehen, dass wir die bessere Mannschaft waren, haben eigentlich nichts zugelassen, müssen wir die eine oder andere Umschaltsituation natürlich viel besser ausspielen. Zweite Halbzeit, das habe ich den Jungs dann auch gesagt, da wusste ich, was auf uns zukommt, nicht mal auf ihr Tor spielen, dass die dann noch mit Druck reinbringen und nochmal alles versuchen werden. Das haben wir auch aber gut verteidigt und haben wir dann nochmal das 2:0 nachgelegt. Und dann, wie das 2:1 nochmal gefallen ist, da habe ich schon kurze Zeit im Kopf nochmal ein bisschen ans letzte Jahr gedacht, aber ich war guter Dinge und bin froh gewesen, dass die Jungs das bis zum Ende durchverteidigt haben. Und aufgrund der ganzen Spielkonstellation, denke ich, war ich zufrieden mit dem Spiel und das war es eigentlich. Vielen Dank, Stefan Reisinger. Christian, bitteschön. Ja, erstmal Glückwunsch an Uerdingen und an Stefan für den Sieg. Wir sind, glaube ich, überhaupt gar nicht richtig ins Spiel reingekommen in der ersten Halbzeit über die gesamte 45 Minuten. Reiser hat es gerade richtig gesagt. Wir haben immer sehr früh gepresst, waren sehr gut in den Zweikämpfen und wir wollten es dann immer fußballerisch lösen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit umgestellt. Haben Waldet ins Zentrum gezogen, haben Marius auf die Außenbahn gebracht und hat unser Spiel auf jeden Fall erstmal gut getan, waren weitaus besser im Spiel drin und hatten dann auch unsere Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit. Wobei es natürlich immer schwer ist, wenn du Druck machen willst und musst aber auch aufpassen, dass gerade mit den Tempospielern, die sie schon haben und wo wir es ja auch nochmal nachlegen konnten mit den Wiener und mit Rühle, dass natürlich immer schwer ist, zu 100% zu verteidigen. Aber wir haben es eigentlich ganz gut gemacht und aber dann trotzdem zwei Standardsituationen, wie ähnlich gegen Zwickau, die dann zu den Toren führen, die uns natürlich das Genick gebrochen haben. Und die Mannschaft hat natürlich alles probiert in der zweiten Halbzeit, machen da auch den Anschluss. Ich glaube, der war dann auch zu spät und was mich dann so ärgert in so einem Spiel ist, gerade wenn man weiß, man macht das 2:1 nochmal, dass du dann in der Nachspielzeit einfach pfeift er für mich zu früh ab, weil 3 Minuten Nachspielzeit sind 3 Minuten und nicht, wenn ein Spieler sich noch eine Minute am Boden wälzt, der gar nichts hat. Und das ist halt so eine Masche, die jeder Gegner gerne nimmt, wenn er führt und vielleicht nochmal auf Zeit spielen will. Da mache ich Uerdingen überhaupt keinen Vorwurf, das würden wir wahrscheinlich genauso machen. Aber ich mache den Schiedsrichter dann einen Vorwurf, dass er drauf reinfällt und dann überpünktlich abpfeift. Ich glaube, eine kleine Situation kann dann immer noch mal entscheidend sein, dass man dann vielleicht diesen Punkt noch mal holt. Unterm Strich haben wir es nicht gemacht. Vom Gefühl her bin ich in das Spiel gegangen. Wenn wir heute hier einen Sieg holen und vielleicht eine Überraschung in Uerdingen,
dann wären wir im Mittelfeld erstmal safe. So mit der Heimniederlage musst du natürlich den Blick wieder nach unten richten und musst die Mannschaft jetzt aufbauen, dass wir in Oerding, wenn Oerding sei schon in Duisburg, dann versuchen, eine kleine Überraschung hinzukriegen, um nicht ganz unten reinzurutschen, weil man sieht, wie eng die Tabelle jetzt schon wieder ist. Ja, wir werden das heiße Wochen in den nächsten Monaten und von daher müssen wir gucken, dass wir uns jetzt schütteln und gegen Duisburg vor allen Dingen zwei gute Halbzeiten abliefern. Und schon wie in Würzburg war das auch so, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so präsent waren. Dann in der zweiten Halbzeit bin ich damit einverstanden, wie heute auch. Aber in so ein Spiel gehören auch 90 Minuten dazu und das haben wir über 90 Minuten dann nicht komplett hingekriegt. Dankeschön. Vielen Dank. Christian, gibt es Fragen? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Nicht der Fall. Dann sage ich Dankeschön euch, eine gute Heimreise und alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Es folgen, wie gesagt, zwei Auswärtsspiele. Das nächste Heimspiel findet hier statt am Montag, dem 21. Oktober um 19 Uhr. Gegner dann Viktoria Köln. Vielen Dank und tschüss.